Hallo und herzlich willkommen zur kreativen Auszeit mit Sigrid. Heute basteln wir wieder eine kleine Verpackung. Und zwar hatte ich euch schon vor ein paar Tagen eine in ähnlicher Form mit einem entsprechenden Deckel hier, also mit so einem Dreieckverschluss gezeigt. Das war allerdings nicht ganz einfach zuzumachen und ich habe das jetzt nochmal ein bisschen abgeändert und das Ganze auch nochmal vergrößert. Und diese Box könnt ihr natürlich dann jetzt heute mit mir basteln. Ich habe euch vor einiger Zeit ein paar kleine quadratische Boxen gezeigt, die einen schrägen Deckel hatten, so ähnlich wie das hier an der Seite ist. Allerdings hatte ich dafür die Seitenteile eingeschnitten und es war ein bisschen kompliziert, die Box dann zu schließen. Von den kleinen Boxen habe ich jetzt leider keine mehr, aber ich verlinke euch hier mal das Video dazu, dann könnt ihr euch die anschauen. Ich habe das Ganze jetzt ein wenig abgeändert, wie ihr sehen könnt, und habe hier jetzt außen Laschen aufgeklebt, die Box auch ein bisschen größer gemacht, weil ich jetzt was anderes Süßes darin verpackt habe und zeige euch jetzt heute, wie ihr diese Box hier machen könnt. Ihr braucht dafür als erstes zweimal Papier in 14,8 cm. Das habe ich jetzt hier auf der Breite schon zugeschnitten, da ich ja schon einmal die Box gemacht habe. Mal 9 cm und von dem passenden hier in Wassermelone schneidet ihr euch auch einmal einen Streifen in 9 cm und 14,8 cm zu. Hier muss ich jetzt ein Stückchen abschneiden, weil das noch ein bisschen länger ist. Dann könnt ihr das hier schon mal falzen und zwar rundum bei 2,5 cm. Das ist dann für den Boden der Box. Das heißt, wir können das hier auch schon mal zusammenkleben. Und zwar schneidet ihr dafür einmal hier an den Kanten. An den Schneidelinien entlang. Ich schneide immer gerne hier so ein bisschen schräg ab, damit man das besser kleben kann nachher. Und das macht ihr natürlich auf dieser Seite auch nochmal und dreht das Ganze und wiederholt hier auch nochmal. So könnt ihr die Box dann jetzt schon zusammenkleben, denn mit der unteren Box. Ach nein, nein, noch nicht ganz zusammenkleben. Ich habe nämlich festgestellt, dass es etwas einfacher geht, wenn man diese Seitenteile hier jetzt zuerst aufklebt. So, ihr seht, hier habe ich das mit Mini-Dimensionals aufgeklebt. Ich mache das bei dieser Box jetzt ein bisschen anders, um euch einmal die Varianten auch zu zeigen. Wir schneiden jetzt aber erst einmal noch einen schmalen Streifen Papier hier in 1 cm Breite ab und das braucht ihr auch noch ein zweites Mal, weil es sonst nicht rundum für die Box reicht. Ach nein, oh Quatsch, ich brauche es ja noch. Dann ist jetzt diese Länge hier 9,8 cm. Das heißt, ich schneide mein Streifen Papier hier ein bisschen kürzer auf 9,5 cm, damit ich den gut aufkleben kann und das brauche ich natürlich noch ein zweites Mal für die zweite Seite, also auch noch mal 9,5 cm. Hier haben wir jetzt 4 cm, das heißt, den Streifen schneide ich dann auch wieder etwas kürzer und zwar auf 3,8 cm. Und auch da brauchen wir natürlich einen zweiten und auch den auf 3,8 cm. Und ihr seht, da bleibt dann nicht wirklich viel übrig. Ist sehr schön auch so jetzt von mir bemessen, dass ihr aus einem DIN A4 Bogen dann 4 Boxen bekommt. Ich finde es immer ganz gut, wenn man nicht so viel Verschnitt hat. Und dieses Mal klebe ich das Ganze jetzt mit Mini Glue Dots fest. Das wird dann natürlich nicht ganz so weit abstehen. Ihr könnt dann mal austesten, was für euch jetzt besser ist, wo ihr besser mit klarkommt, und ihr klebt das jetzt so ja ein bisschen nach unten, damit dann hinterher hier auch
die Dreiecke dazwischen passen und das Papier dazwischen passt und hier nicht aneckt. Ich drehe das mal so ein bisschen hier runter und hier weg, dass ihr es so sehen könnt. Also hier so ein bisschen, ja, im unteren Drittel, wie auch immer. Also ganz so genau kommt es nicht drauf an. Ihr solltet versuchen, es an den Seiten ungefähr auf die gleiche Höhe zu bekommen, weil es einfach dann ein bisschen netter aussieht, wenn ihr mit Pünktchen wäre es besser gewesen. Also wenn ihr es jetzt hier unten auch wieder so ungefähr in die Höhe klebt und dann zumacht, dass es hier so, ja, ganz genau habe ich es jetzt auch nicht hingekriegt, ich habe es aber zum Glück auch noch nicht fest gehabt, dann ungefähr die gleiche Höhe hat. Dann mache ich das natürlich jetzt an den letzten Seiten auch noch, weil es eben einfacher ist, das jetzt zu kleben, solange die Box noch nicht geklebt ist. Und auch da kann ich ja noch mal kurz testen, ob das jetzt passt. Und dann auch noch das letzte Stück ankleben. So habt ihr dann jetzt halt eine kleine, da ist ja wieder keiner drunter, doch, das hat nur nicht geklebt. So, ja, also ist ungefähr alles auf einer Höhe jetzt. Dann kann ich meine Glue Dots auch schon wieder wegräumen und jetzt die Box dann zusammenkleben. Das ist halt, naja, ganz normal wie immer eben mit Flüssigkleber mache ich das ja immer ganz gerne, wie auch immer ihr das gerne macht. Und wenn ich die dann zusammengeklebt habe, können wir uns noch um das andere Papier kümmern, denn ihr seht ja schon, das sieht ein bisschen anders aus hier. Ich habe das nämlich noch ein bisschen bearbeitet. Und wenn ich die Box jetzt geklebt habe, zeige ich euch dann, was ich da gemacht habe. Und jetzt natürlich auch noch diese beiden Teile. So, und wenn das jetzt soweit gut sitzt, machen wir erstmal den Kleber zu und kümmern uns um das andere Papier. Und zwar nehme ich dafür jetzt erstmal noch ein paar Lagen Papier, einfach um das so ein bisschen flexibler noch zu machen und auch weil es jetzt ein bisschen Sauerei gibt, wie man hier schon sehen kann. Und zwar habe ich hier meine Schwammwalze und das Stempelkissen in Wassermelone und roll jetzt passend zu meinem Farbkarton hier mit der Stempelfarbe über mein Designerpapier. So könnt ihr jede Farbe hier für euch fertig machen, die euch gefällt und nicht nur immer schwarz-weiß arbeiten. Ich finde das ganz schön, weil ich so ja auch ganz andere Farben machen kann. Ich gehe dann auch immer gerne noch mal in der anderen Richtung übers Papier, weil man das ja so hundertprozentig genau nicht immer einfärbt oder entsprechend drüber rollt, so dass es halt hinterher möglichst komplett, ohne eingeschmierte Finger geht es natürlich nicht ganz, fertig ist. Ich drehe das dann auch gerne noch mal um und wische einmal ein bisschen drüber, damit die Farbe noch ein bisschen weggeht und nicht so an meinen Fingern klebt. Und ihr seht, jetzt habe ich hier mein Papier so eingefärbt, dass es jetzt passend zu meinem Wassermelonenkarton ist. Dann müssen wir hier natürlich jetzt auch noch weiterarbeiten.
Da falzen wir jetzt als erstes auch einmal rundum bei 2,5 cm. Ups, welches Rad habe ich denn jetzt noch nicht? Die fehlt noch. So, und wenn wir das jetzt fertig gemacht haben, müssen wir uns natürlich um die Schrägen kümmern. Und das geht folgendermaßen. Ihr braucht jetzt erstmal wieder ein Lineal, um euch verschiedene Punkte zu markieren. Und zwar einmal hier in der Mitte die 4,5 cm und auf der anderen Seite auch. Falls ihr jetzt Papier haben solltet, auf dem ihr Bleistift nicht seht, könnt ihr das wunderbar auch mit dem Gelmarker machen. Halt einfach dann da den Punkt hinsetzen. Den sieht man auf jeden Fall immer richtig gut. Und dann ist es jetzt so, ich knicke das Papier mal kurz, weil man sonst, glaube ich, nicht so gut sehen kann, was jetzt gemacht wird. Ich hoffe, so kann man es etwas besser sehen. Also ihr habt jetzt hier euren Knick von den beiden Linien und damit das schön diagonal ist, muss man natürlich jetzt einmal so anlegen, dass man hier durch die Diagonale kommt. Ich habe das jetzt schon auf meinem Musterpapier gemacht und hier ausgemessen, dass ich dann bei meinen Größen hier jetzt bei 5,5 die nächste Markierung setzen muss. Und wenn ich das dann entsprechend rüberziehe, ich mache jetzt mal hier in dem, dafür muss ich es mal kurz wegnehmen. Also hier habe ich jetzt einmal markiert die Diagonale so, und wenn ihr jetzt seht, ich lege es da an den Punkt an, dann könnt ihr jetzt auch sehen, das ist genau das Passende. Also ich habe das halt vorher einmal ausgemessen. Ihr könnt zwar natürlich auch einfach eine Diagonale ziehen, aber mir reicht das so mit den Pünktchen. Und jetzt muss ich auf dieser Seite, und da nehme ich nämlich jetzt auch wieder den weißen Stift, weil ich es nicht sehe, auch nochmal bei 5,5 cm setzen. Und natürlich auf den anderen Seiten auch nochmal. Auf dem Blau hier nehme ich lieber den Bleistift. Und hier muss ich mal gucken. Da ist, glaube ich, wieder der eher angesagt, so dass ich das jetzt auch gleich gut sehen kann. So, dann können wir die Stifte und das Lineal beiseite legen und brauchen nochmal den Papierschneider. Denn jetzt müssen wir ja hier die Diagonalen schneiden. Und dazu legt ihr jetzt die markierten Punkte. Hier sind sie jetzt beide weiß. Ich hoffe, man kann das jetzt so sehen. Hier genau in diese Schneiderille vom Papierschneider und schneidet dann einfach ab. So, kein Geheimnis, nichts Schwieriges. Und das macht ihr natürlich jetzt mit allen anderen auch. Also den Punkt und den Punkt. Da empfiehlt es sich übrigens auch immer auf die Spitze zuzuschneiden, weil die sonst schnell unschön und zackelig wird. So, und jetzt könnt ihr hier schon sehen, wenn man jetzt knickt, ist das entsprechend weg. So, und jetzt noch einmal auf der anderen Seite. Und den letzten. Dann sind wir damit soweit fertig. Und dann ist es jetzt auch ganz einfach, den Deckel zu schließen. Obla, jetzt muss ich hier mal. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Unschön geknickt. So, jetzt aber. Das war nicht so gut. So habe ich jetzt alles geknickt. Also der Deckel sieht dann jetzt so aus. Der hat hier jetzt natürlich keine Spitze, da die Box größer ist. Und jetzt lässt sich das Ganze nämlich ein bisschen leichter hier einschieben. Mit den Dimensionals geht es natürlich noch ein bisschen einfacher. Und ihr könnt jetzt dadurch, dass das halt so ein bisschen abgehoben ist, ganz schnell das da unter die unter diese Rillen bringen. Also hier geht es halt noch etwas einfacher, da es eben ein bisschen mehr absteht, was euch jetzt lieber ist. Also so sieht man halt nicht so genau, wo ich das jetzt aufgeklebt habe und wie ich es aufgeklebt habe. Hier sieht man es ein bisschen mehr. Ich finde, hat alles Vor- und Nachteile. Also das heißt, ihr könnt euch jetzt überlegen, was oder wie ihr das machen wollt, ob jetzt mit den Glue Dots oder lieber mit den Dimensionals. Was ich auf jeden Fall mit Dimensionals aufklebe, ist der Schmetterling, den ich hier benutzt habe. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr auch, dass ich den gar nicht so richtig komplett aus dem Papier ausgestanzt habe, weil das nämlich so war, dass das noch so ein Rest war.
Und nein, oder nicht komplett, meine ich jetzt nicht. Also ich habe nicht einen Schmetterling so wie er war ausgestanzt, sondern ich habe einfach mitten in einen Schmetterling so reingestanzt, dass ich hier dieses Motiv jetzt nutzen konnte. Da kann ich dann nämlich auch ein bisschen gucken, dass ich dann Schmetterlinge, die auch noch am Rand sind, mitverwerten kann. Und den klebe ich jetzt einfach auf, so ein bisschen fliegend, wie ich das hier auch gemacht habe. Und dann brauchen wir jetzt noch einmal das neue Label, das es jetzt gibt, und den schönen Spruch mit der Nervennahrung, und den stempel ich jetzt auch in Wassermelone. Muss ich glaube ich umdrehen, weil da ein bisschen fleckig ist, das sieht ja hinter zum Glück keiner, und kann dann hier mit dem Label das wunderschön ausstanzen. Und ich habe es jetzt noch hier so gemacht, dass ich das Ganze noch ein bisschen umrandet habe, weil ich fand, dass es so doch ein bisschen langweilig aussieht, in Anführungsstrichen. Und da habe ich dann jetzt einfach einen Marker genommen und habe jetzt auch nicht so mega ordentlich gemalt, sondern auch absichtlich so ein bisschen mit absetzen und dann hier so weitermachen, weil ich finde, dass gerade das eben den Reiz ausmacht, dass man hier eben ein bisschen ungenauer das Ganze hat und es dadurch noch ein bisschen aufpeppt tatsächlich auch, obwohl es halt mal nicht so ordentlich ist. Und auch das habe ich dann wiederum mit den Dimensionals aufgeklebt. So hier unter meinen Schmetterling. Und dann ist auch die zweite Box fertig. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, diese Box gefällt dir genauso gut wie die andere. Ich freue mich über deine Werke und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!